Ja, hallo. Wir sind August, David, Konrad, Mathis und Paul. Und wir haben an dem Projekt Educate gearbeitet. Und obwohl das vielleicht so klingen könnte, wir wollen euch nicht dazu auffordern, eure Katze zu essen, sondern es geht darum, etwas beizubringen. Genau. Ja, wir haben es ja jetzt auch durch die exzellente Verköstigung bei Jugendhakt gemerkt. Wir Menschen müssen essen. Und das ist eben so ein alltägliches Problem, weil wo bekommen wir unser Essen her? Und die naheliegendste Lösung liegt heutzutage im Supermarkt. Aber auch im Supermarkt müssen wir uns durch den Tarifdschungel kämpfen, denn es gibt unglaublich viele Preise, es gibt unglaublich viele Labels. Und wer soll denn da noch durchsehen? Genauso wie eine künstliche Intelligenz oder eben Deep Learning Algorithmen, die ja jetzt immer weiter im Vormarsch sind, müssen auch Menschen, um eben Sachen zu wissen, ganz, ganz viele Trainingsdaten sammeln. Wir sind ja quasi auch einfach eine natürliche Intelligenz. Und diese Trainingsdaten kann man ja quasi dann auch als Erfahrung bezeichnen. Und während Leute wie ich, die zum Beispiel ganz gerne kochen, bestimmte Produkte schon sehr, sehr oft eingekauft haben, geht es vielleicht anderen Leuten, die nicht so oft einkaufen gehen, dann ein bisschen schwieriger von der Hand. Also ein gutes Beispiel zum Beispiel jetzt für mich wäre, Fleisch zu kaufen. Ich bin Vegetarier seit 6 Jahren. Ich werde total ratlos vor dem Regal. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie kann man Menschen möglichst effizient die Daten vermitteln, die sie brauchen, um gut einkaufen zu können. Und da ist eben die Frage, was sind typische, gute, faire Preise für alltägliche Produkte? Was sind vielleicht Alternativen für Produkte und was lohnt es sich oder wie viel Geld sollte man für bestimmte Produktkategorien ausgeben? Genau. Also unser Endprodukt war dann eine Webseite, bei der man bestimmte Produkte nach dem Namen suchen kann. Und von diesen Produkten werden einem dann verschiedene oder die Bio-Label angezeigt und auch der Mindest-, Durchschnitts- und Maximalpreis, sodass man halt selber sehen kann, ob der Preis, der jetzt beim Produkt im Regal ist, auch wirklich fair ist. Die Daten dafür sind aber noch keine echten Daten. Wir haben das erstmal nur mit Testdaten gemacht für die Programmierung. Also man kann auch noch nicht nach echten Produkten suchen. Jetzt kommen wir zu den Technologien, die wir für die Entwicklung der App verwendet haben. Genau. Ja. Also wir haben SQLite verwendet, da man damit relativ einfach, man kann es einfach installieren und es auch einfach bei GitHub zu deployen. Wir hatten bereits Datenbanken, wo man Daten bekommen hat, die aber ohne Preise waren und wo die Mengen nicht einheitlich waren. Deshalb hat Paul ein Skript geschrieben, Python, womit man eben Produkte importieren kann und das dann auch die Mengen umrechnet, dass das alles einheitlich ist. Genau. Fürs Backend haben wir uns für die Sprache Rust entschieden, einfach weil die Sprache sehr schnelle und sehr zuverlässig auf dem Programm schreiben kann. Und für den Webserver nutzen wir das Framework Rocket und dazu nutzen wir noch SQLX, um die Daten aus den Datenbanken zu holen. Genau, für unsere Website haben wir einfach mal ganz Standard noch HTML, CSS, das CSS-Framework Bootstrap und JavaScript benutzt. Da werden jetzt einige vielleicht den Kopf schütteln, aber es hat auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Und wir können euch gleich dann mal zeigen, was denn bei der Website jetzt rausgekommen ist. Also hier sieht man dann oben die Suchleiste, wo man das Produkt nach dem Namen suchen kann. Also man gibt den Namen des Produktes ein, klickt auf den Knopf und dann wird einem halt in so einem Grid da die verschiedenen Produkte angezeigt. Bei den Produkten erkennt man dann zum Beispiel auch, dass bei ein paar schon unter dem Hauptnamen das Label oder halt kein Label angezeigt wird. Und wenn man halt mehr über das Produkt erfahren will, kann man dann auf den Knopf draufklicken und dann werden die Details angezeigt, wie zum Beispiel der Durchschnittspreis. Genau.
Wie euch jetzt vielleicht schon aufgefallen sein könnte, ist diese Website noch nicht besonders komplex. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir nicht so viel Zeit hatten, unsere ganzen Ideen umzusetzen. Genau, wir haben uns also auch schon Gedanken gemacht, wie es vielleicht weitergehen könnte mit unserem Projekt. Und zum Beispiel ist die Idee, die Datenbank, die wir eben schon vorher genannt haben, die heißt Open Food Facts, wo wir eben die Daten schon herbekommen haben, die vielleicht noch besser zu implementieren, die Daten besser zu nutzen. Zum Beispiel für Filter, um palmölfreie Produkte zu erkennen oder eben auch vegane, vegetarische Produkte. Natürlich dann auch mehr Produkte. Und wir brauchen natürlich auch noch irgendwie andere Quellen für die ganzen Preise. Also ja, Web-Scraping von Lebensmittellieferdiensten ist da eine Möglichkeit, die jetzt da steht. Man kann natürlich aber dieses ganze System oder die Idee auch noch ausweiten, nicht nur auf Lebensmittel, sondern auch auf ganz viele andere Bereiche, wo man sich eben mit Konsumgütern auseinandersetzen muss. Ein Beispiel, was mir da einfällt, ist zum Beispiel Technik. Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören und ja. Und besonders vielen Dank an das Jugendhack-Team und besonders unsere Mentoren Leona, Mathis und André. Ohne die wäre das Projekt niemals zustande gekommen. Wow. Vielen Dank, dass ihr nochmal klargestellt habt, dass wir nicht eure Katze essen. Einfach wichtiger Hinweis nochmal. Ich glaube, es ist auch einfach zur aktuellen Zeit ein super wichtiges Projekt. Wir haben gestern beim Abendessen passend da ja auch drüber geredet und ich habe es ein bisschen erzählt, dass ich neulich irgendwie einkaufen war und ich habe irgendwie eine Gurke für 2,40 Euro gesehen. Wo ich dann irgendwie auch nicht so dachte, so ist jetzt eine Gurke für 2,40 Euro das jetzt wirklich wert? Vor allem irgendwie so als Studentin. Und da könnte man es ja mit eurem Tool irgendwie viel besser einschätzen. Also super Projekt. Wie seid ihr denn auf Rust fürs Backend gekommen? Das ist ja schon eher vielleicht eine etwas außergewöhnlichere Entscheidung. Die meisten entscheiden sich ja zum Beispiel für Python. Also Python ist eher eine Anfängerorientierung oder für alle, aber passt auch für Anfänger. Und Rust ist ja schon eher ein bisschen komplexer. Hattet ihr damit schon Vorerfahrungen? Und dann dachtet ihr, stürzt euch da jetzt einfach mehr rein? Also, das andere, okay. Also ich habe in den letzten Monaten sehr viel privat halt mich mit Frühsprache verbracht. Und ich habe halt schon mitbekommen von allen möglichen Ressourcen und Videos und was auch immer, dass das halt sehr beliebt im Serverbereich ist. Und da wollte dann und das ist auch irgendwie logisch, weil es halt sehr schnell ist und gleichzeitig halt so ist, dass man da gleichzeitig auch sehr, sehr einfach dafür zu sorgen, dass er nicht ganz abstürzt. Deswegen war es für mich eine offensichtliche Wahl. Natürlich ist es so, diese Sache zwingt dann leider, also an diesem Projekt leider, weil das halt sehr, sehr genau zu arbeiten, was halt für so eine Demo wie hier manchmal relativ auch eng werden kann. Und zum Glück hatten wir sehr, 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 sehr gute Hilfe, die auch mit selben Technologien, die wir jetzt genutzt haben, auch zufällig Erfahrung hatte. Kam ich dann recht gut mit Sachen zurecht. Vor allem ist der Vorteil, warum man das gut benutzen kann, ist halt, dass man jetzt theoretisch dieses Projekt sehr gut ausweiten könnte. Und sollte man das Backend eigentlich ohne große Arbeit jetzt auf eine Skala machen können, wo tausende Anfragen pro Stunde ankommen. Das sollte mit einer halbwegs guten Hardware das gut hinkriegen, weil einfach Rust so effizient arbeitet. Verrückt. Du hast ja auch gerade gesagt, dass du jetzt zu Hause ein bisschen Rust programmiert hast. Ich weiß, in der Jugendhack-Community gibt es dann ja doch einige Leute, die relativ Rust-affin sind. Wenn man euch helfen möchte oder wenn man vielleicht auch Daten beisteuern möchte, zum Beispiel wenn ich einkaufen gehe und denke so, oh mein Gott, heute sind die Gurken wirklich besonders teuer, ist euer Projekt auf GitHub? Könnte ich zum Beispiel irgendwie Daten eintragen? Ist sowas auch noch für die Zukunft geplant? Also aktuell ist das ganz einfach nur eine Datenbank, die da ist. Da kann man natürlich auch, wenn man die richtigen Werkzeuge kennt, damit umgehen kann, auch das direkt eintragen. Natürlich werden da haben wir einfach auch schon darüber diskutiert, dass wir natürlich hier
hier bei diesem, während hier natürlich zeitlich niemals möglich gewesen, aber wenn das Ganze jetzt ein richtiges, wenn das Ganze ausweiten würde, wäre es natürlich eine sehr schöne Sache, das genauso wie Wikipedia zu machen, eine Crowdsourced-Sache zu machen, wo man einfach sagt, wo man die Schnittstelle dann noch Schreibzugriff einbaut. Da muss man den Moderatoren einbauen, aber auf jeden Fall, das wäre natürlich eine riesen Ruhestellung, aber dann kann man, das wäre eine super Sache, wenn man einfach eine Webseite einen Edit-Knopf hätte, wo man sagt, hey, ich habe eine Gurke gefunden, die kostet hier 3 €, die ist Bio und Fairtrade die gibt es hier bei Edeka oder bei wo auch immer man ist. Und so kann man dann halt das wäre natürlich optimal für, und das wäre auch immer unsere Idee. Und wenn wir das Ganze, wenn wir jetzt 2 Wochen dafür Zeit hätten, dann können wir es bestimmt noch einbauen. Super cool, vielen Dank.